Stehen wir Schlange hier beim verdienten Gewinner des Abends, Samson Dauda. Ich fand es absolut grandios und habe es extrem gefeiert, dass er heute den Sieg geholt hat. Gucken wir mal, ob wir ihn für ein kleines Interview entführen können. Ja, ich sag mal, wir scammen uns jetzt mal rein und gucken, ob er Bock drauf hat. Hey, Samson, finally. Congrats. Oh, thank you so much. You made it. Thank you. Amazing routine, amazing presentation. You deserve the win, 100%. How are you feeling right now? Man, I feel like I'm on the planet. I don't even know how to say it, man. It hasn't sunk in yet. This feels amazing. It feels amazing, especially after so much work and pushing over and over and saying, look, I'll do whatever it takes as long as I can get to the Olympia stage. And then of all the show I thought I had a possibility to win, this wasn't the one. I was thinking, okay, you know what, I'll be lucky if I make top three. And to have that result, man, honestly, it's surreal. I'm truly grateful. Fuck yeah, you won it. So we see you. 2022 Olympia, it's coming. Crazy. Oh man, thank you so much. Yeah. What are your plans for now? You're just going off season? We don't know yet because we already had plans to do Romania next week and whatever show come in just to make sure. Now, you know, having this, we got to go sit down and find out what we're going to do next. But honestly, we don't know yet. I wasn't really expecting this to happen today. So honestly, man, we just have to see when we get home. But guys, man, thank you for all the support, truly, man. Honestly, you really deserved it, so. Thank you. Take your time, relax a little bit, and enjoy the food right now. Oh, yeah. Oh, thank you so much, brother. Thank you. Wir sind online. Prag Pro 2021 ist vorbei. Ich befinde mich in der Moderatorrolle, die ich nicht so gut beherrsche. Aber neben mir sind zwei Leute, die ihren Job umso besser beherrschen. Deswegen haben wir uns hier einmal Profikampfrichter Bernhard Schuber, dürfte euch bekannt sein, zu meiner Linken, und Stefan, dürfte euch auch bekannt sein, zu der Rechten. Und ich darf jetzt mal ein gutes Fazit von euch erwarten zum ganzen Wettkampf. Ich gebe dir mal erstmal das Wort hier. Als Kampfrichter warst du ja in erster Linie, erster Reihe dabei. Ja, durchweg, was hatten wir für Klassen? Figur, wenn wir bei den Frauen anfangen, oder? Ja. Figur finde ich war sehr, sehr gut besetzt heute. Man muss sagen, der Sieg war meiner Meinung nach sehr, sehr knapp. Ja. Ich finde, man muss es hier, und das ist auch das, was wir eigentlich als Kampfrichter berücksichtigen, man muss sagen, das ist eine Olympia-Qualifikation. Und für die Olympia-Qualifikation muss ich sagen, heute, wo sie eine Top-Athletin ist, ist die Jennifer noch ein bisschen zu dünn. Die andere hat einfach mehr Muskeln, und wenn du in den USA bestehen willst, und ich finde es auch gut, dass es jetzt in Europa auch so gemacht wird, dass du einfach mehr Muskeln brauchst. Deswegen war auch der erste und der zweite Platz absolut okay. Ich finde, es war auch sehr eng, es waren zwei unterschiedliche Athletinnen, ne? Aber es war absolut in Ordnung so. Aber die Jennifer, wenn du 2 Kilo mehr Muskeln hat, dann gewinnst du es locker, auf jeden Fall. Du, Fazit zur Frauenklasse? Siege ähnlich wie der Bernhard. Die Athletin, die gewonnen hat, vor allem im Rückenbereich, halt der Jenny überlegen. Mir hat die Jenny von der Frontposition besser gefallen, da die Mittelpartie besser war und sie graziler gewirkt hat, was halt eine Geschmackssache ist. Was mir bei der Tschechin auch besser gefallen hat, war lustigerweise die Vierteldrehung von dieser Seite, wo sie einfach diese Grundsymmetrie eines breiteren Beines, schmalere Taille und oben die Schulterbreite besser präsentieren hat können als die Jenny. Auf der anderen Seite war es dann nicht so, aber von hinten war sie dominanter. Und wir haben von vornherein gesagt, 1 oder 2. Und das hätte es drehen können, ist eine Geschmackssache, aber der Sieg geht vollkommen in Ordnung von der Tschechin. Also gibt es keine Diskussion. Für Olympia-Quali-Sicht war das so richtig, definitiv. Ja, fand ich auf jeden Fall in der Hinsicht auch. Dann ging es weiter, Men's Physik. Ist für mich persönlich immer ein bisschen schwierig zu werten. Habt ihr aber meiner Meinung nach
gut hingekriegt. Also ich muss jetzt leider Gottes da wirklich. Nee, ich fand die Wertung so absolut okay. Ich muss da jetzt wirklich auch ganz ehrlich dazu sagen, die Top 6 Athleten kenne ich alle so gut wie gar nicht. Also ich war damit echt jetzt ein bisschen überfragt. Ja. Ich habe die Wertung genauso gehabt, wie es auf der Bühne gestanden ist. Also ich bin da eins mit dem, was zum Schluss rausgekommen ist. Das ist als Kampfrichter immer eine gute Bestätigung, denke ich. Stefan hat selber einen Men's Physique auf der Bühne gehabt. Men's Physique-Wertung war total okay. Men's Physique-Starterfeld war jetzt eher low-class, würde ich sagen, im Vergleich zu auch anderen europäischen und vor allem amerikanischen Shows. Also da wird die Burschen werden schwer haben, da Top 20 bei der Olympia zu erreichen, würde ich mir jetzt sogar sagen trauen. Die rausgestochen sind für mich die Top 2. Die waren von der Grundlinie einfach besser, der dritte ist dann schon abgefallen. Die ersten zwei hätten switchen können, aber mir persönlich, und bei der MM-Physik ist ganz oft persönlicher Geschmack, hat der zweite ein bisschen besser gefallen, weil er einfach ein bisschen mehr Volumen gehabt hat, ein bisschen runder war als der erste, der von der Mittelpartie ein bisschen dominanter und besser war. Ich fand den ersten von hinten besser. Weil der andere hat auch den Rücken nicht richtig gezogen, er war von hinten schlecht gestanden. Also, stören ein bisschen, auch wenn das... Ja. Ist aber Geschmackssache. Definitiv, bin ich ganz deiner Meinung, komplett. Aber war okay, so, absolut. Sehe ich auch so. Merkt ihr schon. Was du immer als Letzter sagst. Merkt ihr auch schon, ja. Aber, ja, ich wollte gerade sagen, jetzt geht es bei Classic weiter. Jetzt geht man. Nee, Classic Physik hat mich persönlich so ein bisschen enttäuscht, ehrlich gesagt. Zum einen, da ich als Classic-Physik-Athlet, wenn ich weiß, dass meine Mittelpartie jetzt nicht so unter Kontrolle ist, würde ich zwei Tage gar nichts essen vor dem Wettkampf, dass ich meinen Bauch einziehen kann. Aber da muss ich sagen, standen Leute auf der Bühne am Ende. Das war eine schlimmere Mittelpartie, sag ich mal, als in der offenen Klasse so. Und auch an der Präsentation kann man da definitiv arbeiten. Deswegen von meiner Seite nicht so ein überraschend starkes Teilnehmerfeld für eine EVLS, die ja eigentlich recht hoch angesehen ist. So. Es war keiner mehr überher. Ja. Da mal entweder haben sie schon aufgehört oder es war keiner mehr da. Stimmt schon, ja. Was sagst du, wie hast du das eigentlich? Ich sehe das eigentlich ähnlich. Also es war jetzt nichts Atemberaubendes heute. Es ist auch der, wo gewinnt, der hat auf der Olympia gar keine Chance. Also das ist einfach so. Also außer er baut bis nächstes Jahr 5 Kilo auf, keine Ahnung, aber es ist relativ unwahrscheinlich. Aber war, finde ich jetzt vom ganzen Tag heute die schlechteste Klasse. Aber das ja, und er war trotzdem der würdige Sieger. Absolut. Also der würdige Sieger, die Wertung geht. Die Wertung geht absolut in Ordnung, aber es war halt jetzt nicht der Kracher. Genau, war nicht der Kracher. So wie du sagst, der hat auf der Olympia wird's finster. Ja. Ja gut, wenn halt auch irgendwie die Vakuumpose von 2 von 12 Teilnehmern es beherrscht. Es ja nicht einmal ein Vakuum. Nee, aber halt die Bauchkontrolle. Aber eins muss ich jetzt einen Wertungsrichter fragen. Wie hat sich der Tscheche auf dem 5. manövriert? Der Tscheche auf dem 5. Ja, der Große, der wirklich eine Trommel geschoben hat. Ja, das ist jetzt eine Frage. Ich muss da ganz ehrlich sagen, in meinen Augen, meine persönliche Ansicht, aber ich bin jetzt ja nur einer von 5. Ja, klar. Aber ist es da auch so, dass ich sagen muss, dass das für mich überhaupt kein Classic-Physik-Athlet war? Nein, definitiv nicht. Aber wie gesagt, da kann ich als Einzelner, ich fliege halt dann aus der Wertung, wenn ich einen anderen bewerten, das war's. Ja, ist so. Bin ich komplett deiner Meinung. Meine Form war gut, der ist groß. Der war mit Classic nichts zu tun. Ja, aber mit Classic. Genau, dann sehen wir das gleich. Dann haben wir die Sache ja auch geklärt, was Classic angeht. Weiter ging es dann mit Bikini, wo ich dann wieder einen Schritt zurückgehe, was für mich auch immer so eine Geschmackswertung ist. Ja. Alison, super. Hat passt, war die klare Siegerin. Okay. Ja, auch eine Top-Starterin. Sie bringt immer einen Punkt, ist ein irrsinnig lieber, netter Mensch. Zu Recht gewonnen, 2. Profisieg heuer. Olympia-Quali nächstes Jahr, alles gut. Stabil von deiner Seite. Sehe ich eigentlich genauso. Da gibt es nicht viel hinzuzufügen, absolut. Ja, definitiv. Ich sehe das anders. sag mal her. Wirklich? Nein. Kann man, ja, du bist da gar nicht ganz so stimmt. Also ich finde dich schon, gut. Die komplett unterschiedlich. Ja. Die Alison, die ist super, das ist halt wirklich sehr mehr sportlich. Und die Stine, die ist halt dann softer so halt, Rundung, mega Ausstrahlung. Man muss natürlich insgesamt sagen, ich finde jetzt so die Richtung wie die vom Bikini geht momentan in extrem dünn und extrem hart. Ja, auf der Olympia eben nimmer. Aber auf der Olympia definitiv nimmer. Auf der Olympia hat es für alle dünnen, harten Watschen gegeben und der Isa Bicini-Trend ist vorbei. Aber dann haben wir wieder das Problem, weil ich fand jetzt die erste war zu dünn. Im Vergleich zur zweiten. Haben wir wieder das Problem.
Ja, es ist. Berlin ist wie das Blattl, wo es hinfällt. Genau, das kann auch sein, heute ist es so, nächste Woche ist es wieder anders. Das ist so. Also, hast du vollkommen recht. Nochmal, zwei Mikros hier. Also, ein Job eines Interviewers war noch nie leichter. War würdige Siegerin, absolut, gar keine Frage. Definitiv. Ja, können wir so stehen lassen. Alles andere. Aber jetzt kommen wir zu den Männern. Überleitung haben wir für die 2-12er. Wir hatten Steve als deutschen Kandidaten dabei, wo mir die Farbe im Gesicht, wie ich ihm gerade schon gesagt habe, nicht so gepasst hat. Hat auf jeden Fall eine Show abgeliefert, so wie man es von ihm kennt. Ja, man hat heute wieder wirklich gesehen, Steve hat gesagt, ich möchte Bodybuilding machen. Und das hat er heute wieder gezeigt auf der Bühne, auch wenn er mal nicht in so guter Form war, wie wir ihn alle schon gesehen haben. Er hat es halt leider Gottes ein bisschen schwer bei diesen Kleinen, die alle, sag ich mal, noch einen Kopf kleiner sind wie er und aber genauso schwer sind wie er. Das kommt ja noch dazu, sie bringen halt auch eine gute Linie. Und es war ein scheiß gutes Starterfeld. Also Top 3, Hammer. Er ist am Gewichtslimit, er kann nicht mehr. Also es geht nicht. Es ist halt einfach schwierig. Ja, 95,8, klar, von der Härte Rückseite wäre, denke ich, meiner Meinung nach was gegangen. Also er hätte nicht mehr ganz halten können zu den vorigen Wettkämpfen, muss man ganz klar sagen. Wollen wir nicht diskutieren. Ja. Wenn du halt noch einen Ashkanani dann daneben siehst, dann ist ja... Also eine andere Welt. Ja. Stell dir diesen Bulgaren mit Beinen vor. Alter, der wird Leid versägen, das wäre abartig, der Dritte. So geil, dieser Rücken. Boah, dieser Doppelbizeps von hinten ist episch. Der, wenn Beine dazu hat. Ja, ist absolut. Aber Wertung, wie gesagt, super, super gut. Alles fein. Weißt du, wenn ich als großartigen Starter vielleicht für die Zukunft sehe, der Vierte geworden ist. Bisschen mehr Muskeln, bisschen mehr Konditionierung, down ist aber die Linie, Hammer. Endige Beine gehabt und so, also hat richtig mega gut ausgeschaut, aber war halt nicht ganz fertig. Ja, absolut. Hat mir persönlich da auch richtig gut gefallen. Ich denke mir beim Ashkanani zu nur, wie kann man so viel Muskeln auf so einen... Da ist die, finde ich, von dem die seitlichen Posen. Wenn du den anschaust, dass der hier für einen Beuger liegen hat und der Hintern, also das ist, da denkst du, das sind zwei Beine. Lustigerweise der Hintern in der seitlichen, aber von hinten geht er jetzt zum, vor allem im Vergleich zum Oleg, geht er ein bisschen unter. Da fällt es ihm ein bisschen an Substanz, aber von der Seite brachial. Bevor wir jetzt hier mit abgestuhlt werden, kommen wir auch schon zur größten Klasse, den dicken Jungs, was meiner Meinung nach das Highlight des Tages war. Also ich, Hut ab, wie man das werten kann, die Top 4, ganz ehrlich, für mich ultra knappe Geschichte. Ja, war es ultra knapp? Ich nehme an, ja, oder? Also es war, der Sieger war eigentlich ziemlich eindeutig. Also der war eigentlich früh wie abends eindeutig. Und zwischen 2, 3 und 4 ging es eigentlich ständig hinterher. Man hat das ja gesehen, ich glaube, die wären fast jetzt von der Bühne gefallen. So viel hat er die verglichen. Also es war wirklich Wahnsinn. Ich finde, man kann das bei 2, 3 und 4 war es wirklich so, man konnte es heute durchmischen. Also du hättest, der Vierte kann genauso Zweiter sein und umgekehrt. Also war wirklich sehr, sehr eng. Ich fand, der Erste war klar und die anderen war echt knapp. Man kann es auch ein bisschen argumentieren, warum, wieso, weshalb. Der Samson Dauder, der mit den wenigsten Fehlern heute, von vorn und von hinten, einfach gleichmäßig, Form, gut, nicht perfekt, aber es war einfach gleichmäßig, deswegen am wenigsten Fehler. Raphael Brandao von vorn der Beste, aber von hinten dafür viel zu viel Defizite. Regan Grimes von hinten der Beste, von vorn deswegen die Defizite. Und Nathan einfach nicht auf seiner Höhe und wie sie ihm ausgestellt haben, grantig wurden. Bauch, durch den Bauch geatmet, der ist nicht mehr da gewesen und dann verliert er die ganze Macht und deswegen ist er auf 4. Und Roelle auf 5 ist vielleicht ein bisschen zu nett, weil halt die Form halt echt schon nur mehr Gatschwissen war. Man hätte jetzt, finde ich, auch den Tschechen, ich weiß es nicht, wie er heißt, genau, der hätte auf den 5. Also von der Tagesform heute definitiv. Der Rulli hat heute von seiner Masse, die er nach wie vor hat, und von seinem Namen sich den 5. Platz noch gerettet. Ob ihm das aber wirklich was bringt, ich glaube nicht. Was hat euch denn bei unseren zwei deutschen Athleten, die wir im Stallnehmerfeld hatten, was hat euch da gefehlt, um die in Zukunft weiter vorne zu sehen? Jetzt mal von deiner Seite. Von Emir und Kevin jetzt, die wir hatten. Ich glaube, Kevin war 10 und Emir 7. Emir war 7, ja genau. Zehn, neun. Also vom Emir war ich eigentlich von der Form, die er heute gehabt hat, sehr begeistert. Er hat super ausgeschaut. Was er natürlich definitiv machen muss, er muss an der Präsentation arbeiten, dieser Katastrophe. Also ich kann nicht auf der Bühne stehen und ständig am Boden irgendwas suchen, weil ich immer am Boden runter gucke. Also es ist ganz, ganz übel. Das muss er sich echt abgewöhnen, weil das schaut furchtbar aus. Es war jetzt der erste Profi-Wettkampf. Also was will man davon erwarten? Ja. Er hat sich auf jeden Fall reingestellt. Er
kann mitbestehen, wenn er an seinen Fehlern weiterarbeitet. Der ist so jung noch. Also ich finde ihn mega toll. In meiner persönlichen Meinung, in der offenen Klasse, das größte Talent, das wir in Deutschland haben. Momentan auf jeden Fall. Also bin ich definitiv der Überzeugung. Allein vom Alter und von dem, was er machen kann, er muss halt an verschiedenen Sachen arbeiten. Und was ich machen würde, ich würde mal gucken, ob vielleicht die Farbe, die er hat, nicht zu seinem Hauttyp passt. Weil dem haut so das Wasser raus und der schwitzt so, ob er vielleicht mal lieber was anderes ausprobiert, dass er nicht immer so schwitzen muss. Weil das, ich habe es bei ihm in Polen damals gesagt, dem ist das Wasser runtergelaufen, das war Wahnsinn, die Farbe weg. Irgendwie einen anderen, auf einen anderen Weg irgendwie die Farbe machen, weil das ist halt ein bisschen störend. Definitiv, ja. Also ist ja auch gut von dir, die konstruktive Kritik, denke ich, zu kriegen, wenn man sich's anschaut und dann weiß, woran man arbeiten muss. Ich habe es leider nicht mehr gesehen, aber wenn ich ihn 10, 6 Mal dann quatschen mit ihm schon. Ich schicke den Ausschnitt. Ja. Also, ja. Der Kevin, finde ich, war gut in Form. Ich glaube, er war letzte Woche in Ägypten besser. Ich habe da nur Bilder gesehen von ihm. Also er hat da wesentlich besser ausgesehen. Er war von hinten nicht hart. Ja, ich sage jetzt mal, ist ausbaufähig. Er ist jetzt nicht so der superschöne Athlet, aber er ist ausbaufähig. Also ich finde, er braucht sich nicht verstecken. Er hat jetzt den dritten Profi-Wettkampf, glaube ich, gemacht und war immer top dabei. Er hat gut ausgesehen. Also er muss halt auch wachsen an der Arbeit. So ist es einfach. Ja. Und sich wahrscheinlich auch mehr zeigen. Ich meine, ich glaube, der hat 2 Jahre Pause gehabt jetzt. Jetzt halt Ägypten gemacht und weitermachen. Ganz wichtig. Da muss man, wie du schon sagst, immer, als Profi wie er auch zu mir geschrieben hat, Jung, du musst da dranbleiben, du musst mal ein bisschen abliefern und dann funktioniert das auch. Ganz genau so ist es. Du noch zu den Sachen was hinzuzufügen? Gibt es eigentlich noch gar nicht viel dazuzufügen. Also die Form, die der Emi auf die Bühne gebracht hat, Konditionierung, gibt es überhaupt nichts auszusetzen. Druck in der Muskulatur gehabt, war shredded, also alles perfekt. Präsentation ist verbesserungswürdig. Symmetrie muss besser werden, das ist so ein bisschen der Punkt, der ist ein bisschen mittenlastig. Die Beine sind also besser, genau, aber Brust-Schulter-Paket braucht er bei dem Torso halt einfach mehr. Kevin war das Erste, was aufgefallen ist, war in Ägypten ja richtig gut in Form. Bumst die Natzel, echt geil. Auch in Italien gut in Form. Heute vielleicht, es sind ja nur Nuancen, aber wenn du eine Nuance vorbeischreibst bei einer nicht optimalen Symmetrie, ist es halt dann einfach schwierig. Und das ist dem Kevin heute ein bisschen so als Damoklesschwert hinten ins Knack reingefallen. Aber sicher noch Luft nach oben und Potenzial nach oben. Also ich finde, beide haben sich gut geschlagen und haben andere Starter, die das schon länger machen, ordentlich in die Schranken gewiesen. Und vor allem der 7. Platz vom EMI ist ein ganz klares Ausrufezeichen, dass man definitiv als positiv hervorstreifen muss. Definitiv, ja. Ja, auf jeden Fall coole Sache heute hier gewesen. Letzte Frage abschließend zum Event allgemein. War ja jetzt wieder, letztes Jahr war hier Pause mit EVLS, jetzt neue Location. 2018 war Pause, stimmt. Wie fandet ihr es jetzt hier von der Sache Backstage und Organisation und Publikum? Ja, okay, nicht mehr ganz so bombastisch wie früher, aber das ist glaube ich der Zeit geschuldet. Aber war sicher wieder ein Ausrufezeichen, dass Bodybuilding in der Tschechei lebt. Definitiv bei dir. Bin ich ganz der gleichen Meinung. Also ich war ja bisher auf allen Shows, auf den meisten war ich auch als Kampfrichter hier. Und klar ist das nicht mit 3000 Zuschauern das letzte Mal, wo so viel war. Aber ich finde, die haben das jetzt echt gut gemacht, haben nur eine Pro-Show gemacht, das war ausverkauft. Haben alles hier in dem Hotel auf die Beine gestellt. Also ich fand's toll. Und mich freut es auch, dass die Meisterschaft wieder gibt. Und hoffe, dass die in der Zukunft, die wird auch wieder wachsen. Bin ich überzeugt davon. Definitiv. Also für die scheiß Zeit, die wir jetzt gehabt haben, war das top. Absolut. Mir hat es auch gefallen, erstes Mal hier gewesen, wollte schon gefühlt seit 2013 hierher kommen. Jetzt bin ich hier. Gut. Seit Anfang. Ich bedanke mich bei euch beiden für die Zeit und ich hoffe, ihr da draußen habt es auch genossen, hier mal eine richtige Meinung zu kriegen, bevor es da in den Kommentaren wieder losgeht. Aber ansonsten, Servus und Ade aus Prag.
drauf. Wir sind online, ja. Wir sind online um 1.10 Uhr in der Nacht. Zwei wundervolle Tage gehen vorbei. Ich hatte auf jeden Fall viel Spaß. Hallöcher. Du machst unsere Soundkulisse kaputt. Ja, ich bin dann, ist klar. Alisha, meine bessere Hälfte, hat es hoffentlich auch und gut, oder? Jetzt mal so, ja. Mit mir eine Show mal anzuschauen. Nicht in der Ja, hat sie gefallen oder hat sie nicht gefallen? Doch, war mit dir, Matze. Das war schönste WG, die ich je hatte. Ja, ah. Die Ironie habt ihr geschmeckt. Du bist durch die Kamera gesprungen, auf dem Monitor. War gut auf jeden Fall, sich das mal so zu gönnen. Ich hoffe, euch hat der Content gefallen. Ich habe mir Mühe gegeben, Matze hat sich Mühe gegeben. Und ja, wenn ihr das Ganze positiv natürlich auch supporten wollt, unterstützen wollt, dann erstmal hier das Video positiv bewerten, kommentieren und teilen. Und liken und den Code benutzen. Nein, beim Video sind wir noch. Das Glöckchen aktivieren. Genau. Nein, das Glöckchen ist... Es die Zeiten vom Glöckchen sind vorbei, glaube ich. Oder? Ich habe es echt nicht gefunden. Ich muss jetzt gleich mal schauen. Und jetzt kommt eine Maus. Nee, jetzt kommt der Code. Polako. Die Reise oder weitere Reisen supporten. Oder mal unten reinschreiben, auf welche Reisen ihr Bock hättet, was ihr sehen wollt. Was kann man machen? Und genau, das wäre es von hier. Ab in die Haya, Kinder, und wir verabschieden uns aus Prag. Adios. Ciao. Guck mal, kam wie aus der Pistole geschossen diesmal. Ja, das werde ich gleich nur befahren, nur weil ich denke... Aus Schleppen hier, Frau. Ja.